wo ist denn der Rest? Ah, hat sich auch verfehlt. Naja, egal. Was haben wir denn hier Schönes? Also die müssen uns für ganz schöne Lose halten, wenn die uns andauernd so viele Wiederbelebungsvideos geben. Wir lassen euch nicht weitermachen. Doch, lass dir. Sogar gerade in diesem Moment. Er hütet diese Tür und ihr dürft nicht durch. Ach, gegen solche muss ich schon tonnenweise kämpfen. Das Problem. Da muss noch eine Kiste. Die Silberverstärkung. Boah. Kreis der Toten. Ach ja, das wird jetzt lustig. Das wird ziemlich spaßig. Hierher. Das Thema in den Kreis ist nämlich, damit die Skelette nämlich unverwundbar sind, solange sie nicht im Kreis stehen. Und wir müssen halt so und so viele Skelette besiegen, bis der Kreis voll ist. Da kommt schon noch zwei Stück. Dann kommen dann die nächsten. Kommt schon. Hallo, Skelette. Jetzt. Weißt du, wieso nicht? Jetzt. Die ersten Wächter. Zweifelt opfern, jetzt ich bitte euch. Pam. Schon. Eine Untotenhand. Und das Spiel wird automatisch gespeichert. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Die Questkarte geht genau hier weiter. Das Spiel wird wieder automatisch gespeichert. Oh, yeah. Noch ist es hier richtig schön friedlich. Jeder, der dieses Spiel schon gespielt hat, weiß, was es dann hier in diesem Kreis erwartet. Groß und schlüpfrig. Sag ich da nur. Hab ich mich endlich gelernt. Muss ich mal aufmachen? Nö. Das erinnert mich gerade ein bisschen an die Hopphöhle. Das war ein explosiver Fall. Zu spät mitbekommen. Nein, jetzt geht das schon wieder los. Ja.
Okay, wir brauchen den Blitz. Ich tue die Kiste hier unten öffnen. Oh Mann. Also frage ich mich, ob sich das Ganze hier überhaupt lohnt, weil ich meine, die sind nicht stark oder so, aber die gehen halt einem tierisch auf die Schenkel. Sofortiger Tod? Nicht schlecht. Ja, die eine Erfahrungskugel, die kann man liegen lassen. Ja. Autsch. Ja, ganz schön und gut hier mit den Untoten, aber es sind einfach wirklich nervig viele. Ah, wie nett. Du kannst nicht vorbei. Oh nein, das wird so einer, der jetzt so ewig auf einen. Da haben wir nämlich schon wieder. So gibt's einen kleinen Trick. Einfach seitlich laufen. Der Klippenpfad. Und genau hier, liebe Freunde, werde ich nun eine Aufnahmepause machen. Zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Fable. Und beim nächsten Mal werden wir höchstwahrscheinlich in das Gefängnis hineinkommen. Und das wird cool. So, welcome back, liebe Freunde. Wir machen uns gerade auf den Weg in das Gefängnis, um Scharlachrobe. Ach so, okay, stimmt, wir haben ja wieder ganz neue Missionen. Das vergesse ich irgendwie immer. Und hier waren wir, glaube ich, schon. Ach. Okay. Auf, liebe Gefährten. Ein Abenteuer wartet uns, denn wir sind drei, denn wir bla 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 bla. Tut mir leid, der Mund ist noch etwas faul. Der Kiefer ist noch nicht ganz so locker, wie er eigentlich sein müsste. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal schön. Ein paar Untote verkloppen. Vier und fünf. Pam. In the mouth. Alter Schabowski.
Ja. Ja, gut. Da hat man mal wieder gesehen. Die Lymphe. Boah. Voll für den Arsch. So. Ich weiß gar nicht, wie weit waren wir denn? Ich bin jetzt auch schon bis zu diesem Pfad vorgekloppt. Ob es denn schon noch draußen ging. War wohl nur mal ein Reichwald oder was? Und unser Schwert, wie ich gerade so gesehen habe, macht mehr Schaden, ne? Wie ganz viele Explosionskratzer. Sicher, Leute. Ja, genau, hier waren wir. Klippenfahrt. Genau hier haben wir abgespeichert. Und genau hier machen wir weiter. Eine Truhe. Na toll. Ja, natürlich voll gebracht, dass da jetzt dieser dunkle Helm drin war. Was haben wir hier? Schärfverstärkung, na wenigstens was Sinnvolles. Jetzt will ich sagen, was ihr wollt, aber. Skelette. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Na gut. Skelette. Ich weiß, aber. Aber es war dann doch irgendwo ziemlich krass. Oh, eine Blitzverstärkung. Komm schon, steh auf. Oh, schön. Einfach Haken schlagen. Dann wusste ich, ich muss aber mein Schwert jetzt ziehen. Ja. Komm schon, das werden wir doch wohl. Mist. Ich wollte gerade sagen, das werden wir doch wohl auch ohne Panzer schaffen. Aber das ist natürlich wie immer schwieriger als man denkt. Und der Schaden ist jetzt nicht gerade so die Rede wert. Aber egal. Der unterirdische Durchgang. Oh nein, das tut ihr.